So, Leute, da sind wir im nächsten Booster. Core 2021. Nachdem wir jetzt in Core, in 21 kein Core-Set bekommen haben, also kein Core 2022. Friday Night Magic. Das habe ich vermisst. Gucken wir uns dieses Booster mal an. Wir haben Captures 4. Vier blaue Mana. Ein blaues, drei farblose. Das ist der Mana-Value. Ich hasse dieses Wort immer noch. Flash, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht. Und ja, die verzauberte Kreatur wird getappt. Crypt Lurker. 4 Mana 3, 4, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur opfern. Wenn man das tut, zieht man eine Karte oder man kann eine Kreatur abwehren. Colossal Dreadmaw. 6 Mana, 6, 6, Trampel. Hammer Artwork, gute Karte. Hobblefiend. 2 Mana, 2, 1, Trampel. Für 1 Mana kann man eine andere Kreatur opfern, um denen plus 1 plus 1 Marke zu geben. Librarian Larkinist. 3 Mana, 1, 2, wenn der angreift, zieht er eine Karte. Infernal Scaring. Okay, kenne ich gar nicht. 2 Mana Enchantment, die verzauberte Kreatur kriegt plus 2 plus 0. Wenn sie stirbt, zieht ihr eine Karte. Okay. Ein Pony. Conchractile Pegasus. 2 Mana 1, 3 fliegend. Forgotten Sentinel. 4 Mana 4, 3. Wow. Seine ganze Stadt ist kaputt. Er steht kein Haus mehr, aber er steht vor der Tür. Geil. Kommt ins Spiel, tappt ins Spiel. Sabertooth Mauler. 4 Mana 3, 3. Zu Beginn des Endsteps, wenn eine Kreatur gestorben ist, legen wir da eine plus 1 plus 1 Marke auf den und enttappen den. Nicht schlecht. Feed the Resistance. Okay, das ist eine alte Karte. 2 Mana, man legt eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur, sie kriegt Schutz von der Farbe eurer Wahl. Temperate Veteran, so erst da ankam. 2 Mana 1, 2 für ein weißes Tappen, legt ihr eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur, die schon eine plus 1 plus 1 Marke hat. 6 Mana Tappen, ihr legt eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur. Wow, das zweite ist echt bad. Malefic Scythe. 2 Mana, wenn die Spielwerk kommt, legen wir dann Soul-Counter drauf. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 1 für jedes Soul-Counter da drauf. Und wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, legt da mal ein Soul-Counter drauf und für einmal kommt die ausrüsten. Sanctum of Fruitful Harvest. 3 Mana. Legendäres Enchantment Shrine? Stimmt, hier war ein Shrine-Ding. Entschuldigung. Zu Beginn des Pre-Combat Main Phase kriegt man X Mana, wobei X die Anzahl an Shrines kontrolliert. Und unser Rest Scavenging Goose. Gute Karte. 2022 für ein grünes Tappen opfert. Exilt meine Karte aus dem Friedhof. Wenn es eine Kreatur war, kriegt der eine plus 1 zu 1 Marke und ihr kriegt ein Leben. Dann haben wir noch ein Hallo und eine Katze. Das war Core 2021. Ich hoffe, Core Sets kommen wieder.